Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin eine Trendforscherin und ich habe mir vorgenommen, wenn Sie hier jetzt in der nächsten halben Stunde rausgehen, sind Sie alle auch Trendforscher. Weil wir machen ja inzwischen alle so Micro-Learnings, ne? Und man kann ganz schnell Design Thinking lernen, angeblich in nur einem Tag und so weiter. Und wir glauben das jetzt mal mit diesem ganzen positiven Aktionismus, den wir vielleicht, wenn wir ja meine Vorrednerin gelauscht haben, doch ein bisschen mehr auch an den Tag legen sollten und mehr Begeisterung für die Digitalisierung bringen. Wenn man Digitalisierung auf ein Wort bringen will und auf den Punkt, spreche ich eigentlich lieber von Vernetzung. Und wenn Sie das mal so auf der Zunge zergehen lassen, dann ist es nämlich nicht nur technisch, dann hat es nicht nur Bits und Bytes und Einsen und Nullen, sondern dann ist es Kommunikation, dann hat es einen sozialen Aspekt und dann sind Sie eigentlich bei dem, was Menschen tun, seit sie miteinander reden können. Seit der Steinzeit fangen Sie nämlich dann sofort an, sich zu vernetzen. Permanentes Aus- und Verhandeln, um die eigene Situation oder die Sippe oder den Clan, die Situation zu verbessern. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt. Und das Fantastische, finde ich, an dieser neuen Entwicklung, an diesem Strukturwandel ist, dass Kommunikation jetzt verstanden werden kann. Und ich möchte Ihnen das mal zeigen, weil wir Trendforscher, und das ist vielleicht so das erste Learning, was Sie mitnehmen können, müssen manchmal dann auch doch in die Vergangenheit schauen und wir machen Mustererkennung. Das heißt, wir haben so eine gewisse Schablone. Manchmal ist es auch so ein bisschen schwarz-weiß. Nicht im Sinne von negativ-positiv. Wir versuchen nicht gleich irgendwas schlecht zu finden, sondern wir versuchen uns eher zu begeistern. Aber wenn Sie es mal praktisch sehen, wo kommen wir her? Was hat uns so erfolgreich gemacht? Dann ist es natürlich die industrielle Massengesellschaft, die es geschafft hat, die Massenmärkte zu bedienen. Und das konnte sie machen, indem sie eben Standards, Normen, Durchschnittswerte lanciert hat und nach denen wir gelebt haben. Sie fragen wahrscheinlich heute noch Ihr Kind, wenn es eine 4 vielleicht in Mathe hat und Sie so ein bisschen erschrecken, weil Sie denken, oh Gott, die ganzen MINT-Fächer und dann gleich so schlecht. Wie war denn der Klassendurchschnitt? Da merken Sie, wie wir geprägt sind aus diesem Massenzeitalter. Der Durchschnitt ist total egal, ist auch für die Entwicklung Ihres Kindes vollkommen egal, weil wir uns nämlich eigentlich schon längst in eine individualisierte Gesellschaft bewegen und weil wir diese individualisierte Gesellschaft jetzt technologisch abbilden können. Und das bedeutet, dass wir, so wie wir uns treffen und so wie Sie sich vorne in der Pause getroffen haben, das ist ja immer ein bisschen mühsam. Man guckt jemanden an und denkt, na, was mag der wohl machen? Und dann haben Sie ein bisschen heiteres Berufsraten und dann kommt man so ein bisschen in Smalltalk. Das hätten Sie alles viel leichter haben können, wenn man seine Profildaten freigibt, wenn man schon ein bisschen was über sich erzählt, so wie das bei LinkedIn, Xing und so weiter möglich ist. Und Sie könnten gleich in Medias Res kommen. Sie müssten nicht erst groß Smalltalk machen und so weiter. Sie kämen gleich zur Sache. Sie wüssten auch gleich, wer interessiert mich hier eigentlich überhaupt? Mit wem sollte ich eigentlich mal sprechen? Also sie sind viel zielorientierter und können vorgehen. Und jetzt sehe ich schon bei einigen Gesichtern, die drohe ich schon zu verlieren. Die sagen dann, oh, das ist aber eine traurige Welt, die Sie hier beschreiben und so weiter. Und ich würde Sie jetzt einfach mal einladen, lassen Sie diese Gedanken nur jetzt mal eine Dreiviertelstunde weg und kommen Sie mit in diese Begeisterung und versuchen Sie mal, okay, es hat ja einen Benefit. Ich komme schneller zu einem Ziel. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr auf Effizienz aus ist, die sehr effektiv vorankommen will und das immer auch geschafft hat. Das hat uns eigentlich auch die letzte Ära gelehrt. Aber jetzt tatsächlich bewegen wir uns in einem Strukturwandel und anders als Frau Bär glaube ich nicht, dass wir alle mitnehmen können. Das hat sich noch nie in einem Strukturwandel so dargestellt. Da werden immer ein paar schneller vorauseilen und leider ist das inzwischen auch nicht unbedingt Deutschland, sondern es sind andere Länder, die hier vorauseilen, die begriffen haben, welche Potenziale in diesen neuen Technologien stecken, die letzten Endes eben auch unsere Gesellschaft betreffen, weil alles plötzlich verstanden werden kann. Diese Massengesellschaft, wie gesagt, Standards, Durchschnittswerte und wer nicht passte, war halt Randgruppe. Integration hat in dieser Gesellschaft immer Mühen gekostet, die Sonderlösung, das wissen Sie aus der Industrie, immer extra Aufwand, mehr Leistung und so weiter, war eigentlich nicht vorgesehen, passte nicht richtig rein. In dieser Gesellschaftsform wird Inklusion nie funktionieren können. Es geht gar nicht. Die Logik ist gar nicht so angelegt. Wenn Sie aber jetzt ganz rechts schauen, die vernetzte Individualgesellschaft, wo Bedürfnisse, Qualitäten quantifiziert werden können, Kommunikation verstanden werden kann in unterschiedlichsten Sprachen, egal ob eine Maschine etwas meldet oder ein Mensch etwas in diesem Prozess beizufügen hat. Es kann verstanden werden, das Semantic Web macht es möglich. Und das ist jetzt was, wo Sie wirklich so ein bisschen Gänsehaut kriegen könnten, weil das ist dieses Wunder dieser Vernetzung, dieses Strukturwandels, das eben alles spricht
und alles verstanden werden kann. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir damit alles verändern können, unsere Gesellschaft, nämlich auch Inklusion, weil Besonderheiten zählen, und dann machen wir nicht gleich fest, oh, das ist aber ein Defizit oder das ist was Positives, sondern es ist eine Qualität, eine Besonderheit, und die kann bedient werden. Wenn es ein Defizit ist, kann es kompensiert werden. Wenn es ein Vorteil ist, kann er damit praktisch an den Markt gehen oder sie und auch Teilhabe als Individuum in dieser vernetzten Welt erlangen. Der Weg, den wir im Moment sehen, das ist diese Mitte, das sind die Parallelgesellschaften. Für mich einfach die ganz normale Konsequenz auf dem Weg von der Massengesellschaft in die vernetzte Individualgesellschaft. Die müssen wir im Moment aushalten. Wenn Sie es mal schauen, wie kam es dazu? Ich hatte Ihnen gesagt, es geht eigentlich alles um Kommunikation, die verstanden werden kann. Und wieso ist diese Kommunikation so schnell und effizient geworden? Über das ganze Social Media. So hat es begonnen, so ist es an die Firewalls der Unternehmen herangerauscht. So hat es da im Grunde schon Hierarchien ausgehebelt, weil es natürlich erstmals inhaltsgetriebene Kommunikation bedeutet. Egal, wer welche Position hat, egal, wer wo die Hand oder den Deckel drauf hält, auf einmal ist das, was jemand weiß und kann, in einem Markt und kann praktisch seine Antworten finden oder eben weitergereicht, multipliziert, sich verbreiten. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, sein Wissen im Grunde in den Markt zu geben. Und das erleben wir sowohl natürlich auch bei den Fake News, als eben aber auch, indem mehr und mehr Leute sogenanntes Self-Publishing betreiben. Sie können ihre eigenen Bücher schreiben. Sie finden Resonanz in einem Markt, an dem sie teilnehmen können, weil die Zugänge niedrigschwellig sind und weil sie die Möglichkeit dazu haben, weil diese Resonanz aus diesen intelligenten Systemen sie umgibt. Und ich will natürlich auch auf die Arbeitswelt zu sprechen kommen. Interessant finde ich daran nämlich die These, dass ich glaube, dass das Büro, so wie wir es im Moment immer noch wahrnehmen, seinen technologischen Vorsprung verliert, weil das hier viel schneller geht, viel inhaltsgetriebener ist und viel auch Sozialkit hat, der natürlich so eine Business Intelligence und so eine Excel-Liste und dieses ganze Zeug, was Sie da kennen, das ist sowas von unsexy, hat es nicht. Es ist auch viel schneller und es ist teilweise aber, also in einer gewissen Weise, wenn Sie überlegen, okay, das geht ja noch weiter, das ist jetzt nicht nur das, was im Social Media läuft, das sind Videokonferenzen, da haben Sie einen riesen Screen, da richten sich Kameras nach dem, der gerade im Raum spricht, das kennen Sie alle von diesen Konferenzen, das können die Kameras, weil Mikrofone im Raum schon verteilt sind. Wenn schon die Mikrofone da sind, könnte ich ja theoretisch in die Hände klatschen und sagen Recording und dann wird aufgenommen, was ich hier spreche. Habe ich im Herbst in China erzählt, da ging es darum, wie wir in Zukunft lernen werden und habe dann gesagt, ja, und dann stellt euch vor, dann habe ich praktisch Bots dahinter, die ja jetzt schon ein Drittel der Zeitungsnachrichten schreiben, ihre Sportberichte, alles, was sehr faktenbasiert ist, schreiben inzwischen Algorithmen und Bots. Dann können die doch auch eben mal so ein Protokoll machen. Da muss ich doch nachher nicht mehr einer zwei Stunden hinsetzen und das machen. Geht aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht. Gut, dann gehen Sie halt ins Coworking Space, haben Sie da Ihre App, machen es da. Können also vielleicht in diesen Coworking Spaces viel optimierter arbeiten, als sie das in einer Büroinfrastruktur können. Und da spätestens sollten wir mal anfangen zu überlegen, ob dann eigentlich das Büro überhaupt noch seinen technologischen und professionellen Vorsprung halten kann, wenn draußen wir alle uns intuitiv viel leichter vernetzen, viel leichter Wissen austauschen können und eben auch viel besser arbeiten können tatsächlich. In China, das möchte ich gerade noch zu Ende erzählen, kam dann, als ich dann sagte, ja, und dann wird das alles aufgenommen und so weiter, dann grinsten die mich an und sagten, ja, das machen wir hier auch. Und dann dachte ich so bei mir, ja, Pickett, wie blöd bist du eigentlich? Glaubst du, den Chinesen noch irgendwas von Zukunft erzählen zu können? Irgendwie, also das mit den Bots aufnehmen machen sie nicht, aber sie brauchen, machen sie einen chinesischen Sprachkurs. Sie haben praktisch das, was in diesem Unterricht gelaufen ist, als Podcast danach und können praktisch nochmal reingehen und lernen. Und alle, die diesen chinesischen Sprachkurs machen, finden das toll, weil das für sie ein persönlicher Benefit ist, praktisch nochmal einzusteigen und das Wissen in dieser Klasse, da haben sie einen ganz anderen Bezug, als wenn das jetzt irgend so ein fremder Typ als Tutorial macht, weil sie waren da, sie kennen noch den Pappenheimer, der da wieder reinquatscht und so weiter und so fort. Also es hat einfach auch mehr Bezug mit einem selbst. Ich forsche so, indem ich eigentlich wie so ein Journalist schaue, was Neues überall aufpoppt. Dann gehe ich hin, frage die Leute, gehe auch teilweise in Schulen, so, aber dann nicht in deutsche, sondern eher in dänische, wie hier zum Beispiel, und stelle fest, die Gymnasiasten in Dänemark, die bekommen hier gezeigt, was eigentlich alles in Mathematik an Kompetenzen drin steckt.
Und das finde ich ziemlich gut, weil es nämlich in Zukunft gar nicht darum geht, zu sagen, ich bin der Mathe-Crack, sondern es geht darum, dass die Kinder lernen, was ihre einzelnen Kompetenzen eigentlich sind. Es kann nämlich sein, dass sie zum Beispiel gar nicht gerne mit Zahlen arbeiten. Sie lernen jetzt hier auch noch Dänisch, so unterwegs. Oder dass sie es lieben, Dinge zu untersuchen. Aber dass sie vielleicht ein Problem haben, Sachen abstrakt zu denken. Also es muss ja nicht immer, hat ja einen Grund, warum nicht jeder Mathe kann, aber vielleicht ist es nicht Mathe an sich, sondern es sind so einzelne Kompetenzen, die da drin stecken. Und umgekehrt erleichtert es natürlich, das mal so aufgedröselt zu bekommen, dem Schüler zu sagen, okay, was kann ich eigentlich da gut, was kann ich schlecht? Er kriegt Feedback von allen seinen Gruppenmitgliedern und er geht nachher schlauer aus so einer Schule raus als unsere Schüler, die einfach nur geguckt haben, okay, ich hatte Mathe eine 4, aber der Durchschnitt, der war auch irgendwie bei 4. Also das bringt einen dann eben nicht mehr weiter. Auf dem South by Southwest Festival 2017 hat IBM eine Software vorgestellt, die zum Beispiel Ashley hier, der nicht gut sehen kann und der auch längere Pausen braucht, es ermöglicht, den Unterricht in einer ganz normalen Klasse zu folgen, indem er zum Beispiel über das iPad natürlich die Buchstaben und alles größer ziehen kann, indem er aber mehr praktisch an Lerninhalten übers Ohr audiomäßig bekommt und indem er also eben auch individuell gefördert werden kann über spielerische Interaktionen und so weiter. Ich glaube, dass wir nicht nur mit Alexa sprechen und die mehr und mehr als unser Servicepersonal wahrnehmen, sondern dass wir natürlich dann auch kein Gesicht mehr vergessen müssen oder vielleicht auch erinnern müssen, weil ein smartes Assistenzsystem dessen erinnert oder uns daran erinnert, egal wie lange es her ist, dass wir uns gesehen haben. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel nicht mehr nur an langweiligen Videokonferenzen sitzen, sondern sie sich vielleicht kleine Avatare von sich überlegen, wie sie jetzt ja schon praktisch verschiedene Filter in ihren Fotos über sich legen können, über ihr Konterfei, schauen können, wie sie mit 85 aussehen und ihr Babyface nochmal nachahmen können. Da gibt es ja die witzigsten Sachen und der Trendforscher versucht das jetzt zu verknüpfen. Also überlegen Sie mal, was davon für eine Arbeitswelt interessant sein soll, wenn Sie Inhalte rüberbringen wollen. Dann müssen Sie sich vielleicht Ihrem Gegenüber interessant machen und vielleicht ist es dann so eine lustige Figur, die hier in dem Film Her mit Joachim Phoenix spricht, derjenige, der dann besser ankommt, als wenn da jetzt das normale Konterfei der Person wäre. Heißt, Sie werden in Zukunft Ihre Arbeitsleistung wahrscheinlich auch multiplizieren können, vielleicht über mehrere kleine Figürchen oder Avatare, die Sie mit unterschiedlichen Personen in Kontakt und in Interaktion bringen. Oder Sie arbeiten so, wie jetzt praktisch schon der Magna-Mitarbeiter hier, der bekommt auf der Augmented Reality-Brille genau gezeigt, wo er jetzt den Schraubenzieher reintun muss und das Schräubchen drehen muss. Der wird aber eigentlich von unserem System nur zu einem Roboter erzogen. Das System wäre eigentlich so schlau, ihn selber erstmal gucken zu lassen, wo müsste es denn reingehen. Also im Grunde auch Hilfestellung, Coaching zu geben, wäre möglich. Diese Systeme kommen aus der Gaming-Industrie. Die Gaming-Industrie, wo die Spieler vernetzt spielen, hat erlebt, dass innerhalb von nur 6 Monaten ihr Geschäftsmodell weggebrochen ist, weil es auf einmal die Spiele, die sie mit viel Herzblut und Manpower geschaffen haben, vom chinesischen Markt oder von anderen Anbietern kostenlos bereitgestellt wurden. Also erinnern Sie sich, es gab vor Jahren diese Agrarspiele, wo Sie irgendwie Mähdrescher brauchten, um irgendwie Ihre Flächen zu bewirtschaften und da schneller zu sein als die anderen, mehr Erträge zu erwirtschaften. Dieses Spiel gab es auf einmal kostenfrei im Netz. Jetzt überlegen wir uns jetzt ein Unternehmen, was innerhalb von nur 6 Monaten realisiert, dass es mit eigentlich dem Erlös am Markt nicht mehr bestehen kann. Die wurden richtig innovativ. Da haben die im Grunde diese In-App-Purchases entwickelt. Und das bedeutet, die haben ihre Mitspieler praktisch so genau getrackt mit Kamera, mit Interaktion und das analysiert, dass die wissen konnten, wann ist der bereit, 79 Cent für diesen Mähdrescher zu bezahlen. Und die waren dann so gut, dass die heute wissen können, wird der gerade müde, hat er auf das Spiel keine Lust mehr, kann der strategisch denken oder, abstrakt oder wie auch immer, oder ist der generell nicht so schlau. Das können die alles inzwischen aus der Interaktion, die sie situativ mit diesem Spiel machen, rausfinden. Das könnte natürlich wiederum für unseren Schulen bedeuten, individuelle Lernförderung. Ich will nicht sagen ohne Lehrer, überhaupt nicht. Wir werden als Mensch da weiter in dieser Zukunft unsere Rollen haben.
Aber das wird ergänzt um eine viel individuellere und persönlichere Informationswolke, wenn Sie so wollen. Sie werden in Zukunft einen Big Mac kaufen und Ihre Cola eben dann vielleicht mit Zucker. Und Sie werden sofort sehen, was das bedeutet hinsichtlich Joggingrunden und Ihrem Body Mass Index, Ihrem Fettgehalt, Wassergehalt und so weiter. Genau auf Sie bezogen. Und Sie werden das wissen wollen. Sie wollen ja jetzt schon wissen, wie gut bin ich gelaufen, wie ist meine Herzrate, wann war es besser, wann war ich schlechter. Und selbst die jetzt sagen, nee, das habe ich noch nie wissen wollen, denen kann ich nur sagen, wir sind eine Leistungsgesellschaft. In dieser alten Welt sind wir eigentlich dafür erzogen worden. Das können Sie der Neuen gar nicht vorwerfen. Aber da haben Sie jetzt natürlich die Serviceanbieter, die genau darauf einzahlen. Und wenn Sie sich vorstellen in Zukunft, dass Sie in einer Welt global sich überall zurechtfinden wollen, alle Sprache verstehen wollen, dann haben Sie natürlich Assistenzsysteme wie Ihre Navigation, die Sie heute schon nutzen und froh sind, dass es diese Navigation gibt, weil sie überall auf der Welt dahin führen, wo Sie hinwollen. Und das werden Sie eben mit allen möglichen für Ihre Gesundheit, Gesundheit ist Ihnen doch allen wichtig, da werden Sie es natürlich genauso in Form einer Navigation erleben und haben. Und das wird bedeuten, dass diese ganzen Assistenzsysteme letzten Endes auch ins Büro einziehen werden und genauso gegen die Firewall rauschen werden, wie das damals das Social Media, Facebook und so weiter gemacht hat. Wir haben im Trendbüro für Volkswagen eine Weile gearbeitet und am Anfang, als das Ganze losging mit Facebook und so weiter, durfte die Marketingabteilung von Volkswagen nicht Facebook praktisch bei sich öffnen. Das wurde blockiert, weil es hieß, nee, dann sind die ja nur noch da in ihren Social Netzwerken, das geht nicht. Ich muss mir mal vorstellen, heutzutage jemandem zu erzählen, dass das Marketing nicht in die sozialen Netze kann, ein Unding. Ich will nur sagen, in der Trendforschung passiert auch immer ein Wertewandel, der natürlich passiert, wenn wir feststellen, das hat aber eine Menge Benefit, wir können gar nicht mehr zurück, wir haben Informationen, die wir brauchen, um unsere Arbeit zu erledigen und wir werden auch diese Assistenzsysteme als individualisierte Gesellschaft haben und jeder wird sich monitoren. Die werden Sie besser kennenlernen als Ihr Familienmitglied, als Ihr Ehemann und das, was die wissen, wird Ihr Ehemann oder Ihre Ehefrau auch gar nicht von Ihnen wissen wollen, kann ich Ihnen auch verraten. Das wird aber bedeuten, dass im Grunde diese Unternehmen, die im Moment natürlich auch in der Verantwortung stehen, dass sie keine schlimmen E-Mails schreiben, dass alles sicher ist, dass sie bei ihnen selber auch keine individuelle Leistungsmessung vornehmen dürfen und damit aber eigentlich immer wieder an Grenzen kommen, die in dieser vernetzten Informationswelt eigentlich eine Barriere bedeuten, dass die dafür keine Lösung haben werden, weil es ihr Arbeitsschutz nicht vorsieht. Es wird aber einfach so sein, dass Sie diese Informationen haben auf Ihrem Google, Amazon, Apple, Cortana oder sonst was App. Und die wird Ihren privaten wie Business-Alltag managen. Sie wollen wissen, wie Sie geschlafen haben, ob Sie morgen bei dem Meeting gut drauf sind, was Sie noch tun könnten, damit Sie besser drauf sind, wie Ihre Ernährungswerte dazu aussehen und so weiter. Sie werden Vorschläge dazu bekommen, wie Sie Ihren Alltag optimieren können, ob Sie vielleicht dieses Meeting verlegen sollten, weil noch die Kita irgendwelche Probleme haben könnte und so weiter und so fort. Also heißt es, das wird dieser ganze Bereich, der im Moment noch immer auch in Institutionen verwaltet würde, zum Schutz dieser Gesellschaft, um alle mitzunehmen, ist in einer vernetzten, informierten Individualgesellschaft nicht mehr notwendig und wandert direkt zum Individuum, zum Nutzer, damit sie sich in dieser Welt überhaupt noch zurechtfinden können. Die Strukturen, die diese ganzen Silos aufgebaut haben, brauchen sie nämlich dann eigentlich nicht mehr und die Silos selber werden die auch nicht mehr haben, weil deren eigene KI und Business Intelligence diese Strukturen auch nicht mehr braucht und weil die Automatisierung sie auch zwingt, als Menschen ganz andere Tätigkeiten zu verrichten. Und es macht keinen Sinn mehr, das in einer homogenen Marketingabteilung und hier in einer homogenen Entwicklungsabteilung so weiter zu machen, sondern sie setzen die zusammen in ein Schnellboot. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Die Swisscom wollte wissen, die hat 2006 schon Desksharing eingeführt. Die sind sehr progressiv in diesen ganzen neuen Arbeitswelten unterwegs, weil die brauchen IT-Leute. IT-Leute sind im Moment am Markt gefragt wie nichts Gutes und denen müssen sie was bieten. Also sie wollten erstmal ihre Flexibilität erhöhen, dann haben sie Desksharing 2006 eingeführt. Heute sagen die, wir sind froh um jeden, der kommt. Weil freitags gehen sie da durch, da ist fast niemand mehr da. Die machen Homeoffice, erledigen es vielleicht am Freitag, vielleicht aber auch am Samstag. Die wollen sich das selber einteilen einfach. Die machen es auch, wie das Team es braucht und nicht wie ein Arbeitsschutz es mit unserer 5-Tage-Woche oder 35-Stunden-Woche vorsieht, sondern wie es halt direkt gebraucht wird. Und es macht Sinn für ihre Arbeit und ihre Effizienz und wir werden eben in Kooperation mit diesen Systemen arbeiten. Aber für die Swisscom haben wir dann auch gesagt, naja, wenn ich
wenn wir überlegen sollten, wie das Büro der Zukunft aussieht in 25 Jahren, müssen wir erstmal wissen, was Menschen im Büro überhaupt noch tun werden. Also in Abgrenzung, eben auch in Abgrenzung zu den intelligenten Systemen. Und dann sind wir hergegangen und haben die ganzen Jobfamilien der Swisscom angeschaut. Dann haben wir die einzelnen Jobs darunter gesehen. Dann haben wir die Jobs aufgesplittet und haben geschaut, welche Tätigkeiten sind eigentlich in den einzelnen Jobs. Und dann haben wir die Tätigkeiten praktisch wieder geclustert und haben versucht, das ist jetzt auch so eine Trendforschungsgeschichte, wir machen dann, spannen das auf, praktisch in so einem Fadenkreuz und sagen, okay, das sind hier eher sehr rationale Punkte, hier rechts geht es eher spielerisch, kreativ. Oben haben wir Arbeit, die praktisch permanent zu laufen hat, konstant. Und unten ist eher so situatives Eingreifen oder ein Projekt oder jetzt muss es getan werden. Und Sie hören ja immer, was beim Menschen bleibt. Das sind die Soft Skills, Empathie, Achtsamkeit und so weiter. Kreativität, Neugierde hatten wir eben. Ich darf Ihnen verraten, das ist wesentlich mehr. Jetzt, wenn Sie hier sehen, Prozessbegleitung, Abläufe optimieren, Prozesse überwachen. Ja, das kann auch die künstliche Intelligenz. Und ja, das tut sie schon zum Beispiel im Schienennetz von SNCF. Und trotzdem sitzt da am Ende natürlich irgendwo noch ein Mensch, der mal zumindest die Verantwortlichkeit dafür hat oder die Qualitäten festgelegt hat. Oder das Team, was dann was ändern, in situativ eingreifen soll, irgendwie losschickt, beziehungsweise das wird wahrscheinlich automatisch laufen. Aber Sie sehen trotzdem hier Bereiche, auch Kommunikation sicherstellen. Ist es richtig, was das System entschieden hat? Das wird trotzdem immer noch bei uns sein. Und insofern bin ich nicht der Meinung, dass hier nur diese Blasen in einer gewissen Weise das sind, was uns zu tun bleibt, sondern dass wir natürlich auch in diesem ganzen Mittelbereich hier unheimlich viel haben, was unseren Arbeitsmarkt nach wie vor beschäftigen wird. Hier haben wir jetzt mal Handwerker geschrieben, eine gewisse Kunstfertigkeit, auch eine Achtsamkeit ist hier natürlich für dieses situative Eingreifen. Wenn Sie das jetzt mal größer sehen, haben Sie natürlich auch viele Service-Dienstleister, viele, die noch mit händisch Herz, Verstand zusammenbringen müssen und deswegen noch lange besser sind als ein Roboter. Was Sie aber natürlich auch sehen, wenn Sie sich das anschauen, ist, dass der Arbeitsmarkt sich vom Lohnniveau weiter spreizen wird. Also es wird einfach, der Handlanger hat ein ganz anderes Lohnniveau natürlich als derjenige, der jetzt hier die IT-Skills hat oder eben auch in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation sicherstellt, dass das Projekt hier richtig vorangeht oder kreativ weitergeht. Dann haben Sie bei dem ganzen Thema, wie Menschen transdisziplinär zusammenarbeiten, das die riesige Herausforderung. Wir müssen das machen, weil die Fragestellungen komplexer werden. Simple Sachen kann die Automatisierung ganz einfach lösen. Sie kann auch mehr und mehr komplexe Sachen lösen, dank KI. Und wir Menschen müssen dem folgen können in unserer Arbeitsweise. Und da hat sich halt dieses Thema Design Thinking von der D-School in Stanford entwickelt, bewahrheitet, wo es darum geht, wir müssen eigentlich das Problem erstmal richtig verstehen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und nicht einfach nur denken, okay, wir stellen das her, das ist der Markt, los, lass uns mal gucken, dass es irgendwie passt, sondern wir müssen erst mal schauen, wieso ist es nicht gefruchtet, was braucht der Markt eigentlich? Und das können Sie eben auch, indem Sie die Bedürfnismuster natürlich als Profildaten, als Customer Journey schauen. Otto zum Beispiel hat seine Warenwirtschaft komplett umgekehrt. Die sagen nicht, das bieten wir, das sind unsere T-Shirts, die müssen jetzt da raus. Die sagen, was wird denn da draußen gewollt und was hätten wir denn in unserem Portfolio? Und wenn es unser Portfolio nicht hat, dann weiß ich vielleicht, dass es gebraucht wird und kenne meinen selbst sogar meinen Mitbewerber und kann dem aber sagen, pass mal auf, da wird was gebraucht, ich habe es gerade nicht, du hast es, gib mir eine Provision dafür, dass ich dir praktisch zeige, wo du es hinliefern kannst. Und das auch ist Vernetzung, das auch ist ein permanentes Aus- und Verhandeln, das auch sind Geschäftsmodelle, die eher praktisch versuchen, gemeinsam, transdisziplinär und vielleicht auch unternehmensübergreifend Probleme zu lösen. Das Einzige, was hier noch steht, Explore, Create, Evaluate, ist, dass diese 6 Schritte nach einer Weile zu kompliziert wurden. Die Leute haben sich immer zu sehr in diesem Schema verheddert und inzwischen hat zum Beispiel auch Dark Horse gesagt, wir machen jetzt einfach nur rausfinden, entwickeln und dann testen im Markt beim Kunden direkt und geben praktisch, das sind die Pfeile, die zurückgehen, immer wieder Resonanz zurück und haben auch immer die Option, Fehler einzugestehen und wieder neu zu beginnen. Und deswegen finde ich es interessant, mal zu schauen, wie arbeiten denn die Kreativen, wenn wir uns ein Bild dafür machen wollen, wie die Zukunft aussieht. Ich war in San Francisco, Autodesk, das sind die, die dieses Building Information Modeling machen. Also wer in der Architektur oder in der Konstruktion zu Hause ist, da haben sie dann diese HoloLens und sie können durch das ganze Gebäude durchgehen und sie arbeiten dann im Grunde der Architekt, der Bauträger, der Haustechniker. Egal, alle sind da, haben die Brille auf, sehen das Gebäude und können direkt in Echtzeit
gleichzeitig Entscheidungen treffen. Das war in der Architektur vorher nicht so. Sie haben zwar an einem Dokument gearbeitet, wie das jetzt erst alle anderen versuchen mit Microsoft O365, wenn es da bei Ihnen klingelt. Also normalerweise sind gerade alle Firmen dabei, Microsoft O365 einzuführen. Und das Allertollste ist, dass man da gemeinsam auf einer Plattform an einem Dokument arbeiten kann. Und die Architekten lachen sich tot, wenn die sowas hören, weil die das schon seit den 90er Jahren machen. Frank O'Geary könnte seine Häuser gar nicht bauen, wenn das nicht von vorne bis hinten in diesen, in diesen Datensätzen wäre, die halt von einem Gewerk nachher ins nächste gereicht wurden. Und jetzt geht es gleichzeitig. Also jetzt sind die schon noch einen Schritt weiter. Und Building Information Modeling heißt, jede Linie, die dieser Architekt zeichnet, enthält alle Informationen, die alle Gewerke brauchen, bis hin zum Facility Manager, der nachher das Fenster putzen muss. Also der Sonnenschutz, die Stärke, wo das liegt, von welchem Hersteller, welche Qualitätsmerkmale und so weiter, liegt alles in dieser Linie als Informationsträger. Das werden hochkomplexe Datensätze und Autodesk arbeitet daran und macht die. Und Autodesk hat selber sein Büro komplett verändert. Da arbeiten Künstler. Das sind nicht die Autodesk-Leute, das sind Künstler. Die laden die ein als Artists in Residence und die können da an Supermaschinen arbeiten. Die haben Wasserlaser. Ich habe da Fahrräder gesehen, die sind aus Titan gedruckt. Also da die wahnsinnige Sachen. Sie können inzwischen fast alles drucken an Materialien in diesen 3D-Druckern oder Sintern. Das ist echt toll. Und diese Künstler werden eingeladen und sagen, mach dein Projekt so möglichst crazy. Und wenn du ein Problem hast mit den Daten und so weiter, dann sprich uns an. Und dann nämlich lernt der Autodesk-Programmierer oder Konzeptionist oder Entwickler, was da überhaupt für eine Frage im Markt sein könnte. Da kommt er nämlich selber schon gar nicht mehr drauf, weil der vielleicht auch zu begrenzt in seiner Branche denkt. Und deswegen holen die sich Künstler rein. Und vor ein paar Jahren hätten sie noch gesagt, oh komm, lass doch die Spinner da draußen, was sollen die uns erzählen da mit ihren Projekten? Aber es geht wirklich um die Fragestellung und eben Lösungen zu entwickeln. Und Sie sehen es hier nochmal, also vom erweiterten Leistungsspektrum. Ich bin wirklich der Meinung, wir sollten uns nicht verrückt machen lassen von den Medien. Es sind nicht nur neue Jobs, die entstehen, sondern es verändern sich eben auch Jobs. Und Sie sehen das eigentlich sehr gut, indem Sie interdisziplinär digital zusammenarbeiten auf Plattformen, Fachplanung zusammenführen, dank neuer Software und natürlich vielleicht auch Assistenzsystemen, die Ihnen dann, da müssen Sie nicht unbedingt die HoloLens in Zukunft mehr haben, da haben Sie die ganzen Informationen auf Ihrer Kontaktlinse oder auf Ihrer Brille, so wie es jetzt im Moment in Ihrem Auto auf der Windschutzscheibe ist. Und der Output ist dichter, die Geschwindigkeit hat nochmal zugelegt. Sie können Sachen realisieren, von denen Sie früher glaubten, das kann ich gar nicht bauen. Kann auch bedeuten, dass unsere Stadt demnächst ganz anders aussieht, nicht mehr unbedingt praktisch gut, dass auch Ornamente sich wieder rechnen, weil ich sie einfach drucken kann. Ist im Moment alles zu teuer in dieser Massenproduktion. Geht alles in Zukunft. Ist vollkommen möglich und die Hindernisse und die Grenzen sind nicht mehr gesetzt. So, das heißt, für die Organisation bedeutet das, dass ich von diesen ganzen Prozessstandards auch da in eine individuelle Entwicklung komme, denn ich habe praktisch nicht mehr dieses Top-Down-Management, wo Herrschaftswissen praktisch in großen Management-Zirkeln beschlossen wird und dann so scheibchenweise oder auch nur partiell weitergereicht wird, sondern die Zukunft wird so sein, dass ich das, was ich zu meiner Arbeit brauche, at my fingertips bekomme und zwar so, dass ich es verstehe. Deswegen erinnern Sie sich an die Spieleentwickler, kapiert wird, kann die logisch denken, ist die strategisch und so weiter. Wenn nicht, braucht die eine Hilfestellung. Sollen was der mit dem Comic erklären oder wie rafft die das, dass die jetzt in der Lage ist, diese Arbeit zu verrichten. Und das wird möglich sein. Diese ganzen Formate, Cross-Channel und so weiter haben wir. Das heißt, das wird im Grunde auch schöner aussehen als diese Diagramme, die denen bis jetzt eingefallen sind. Und das bedeutet, dass eben es auch darum geht, dass die Teams sich bilden und dass sie dann diese Informationen haben, um alleine oder selbst organisiert Entscheidungen zu finden, komplexe Fragestellungen zu lösen, externe hinzuziehen und sich natürlich damit auch die ganze Arbeitswelt verändert. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Erinnern Sie sich, diese Abteilungen homogen, da haben wir auch nicht viel lernen können, wenn man mal ehrlich ist. Weil wenn natürlich die Leute, die in einer Abteilung saßen, haben alle so was Ähnliches gemacht. Das, was davor oder danach kam, hat uns eigentlich nicht mehr so interessiert. Und je mehr Routine ich entwickelt habe, umso professioneller war ich in diesem Job. Aber je mehr Routine ich entwickelt habe, umso mehr wurde ich ein alter Hase, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das geht nur so, ich kenne es nur so, war es eigentlich, muss man eigentlich fairerweise sagen.
Und jetzt agiles Arbeiten bedeutet, dass ich praktisch die aus jeder Abteilung mir einen in so ein Schnellboot packe. Da oben gibt es einen PO, einen Product Owner. Der hat da den Hut auf, der kann auch von dem Team gewählt werden, der kann den Kundenkontakt haben, whatever. Und Spotify, dessen Plan das war und die sehr stark, sehr früh damit angefangen haben, die nennen das Squad. In diesem Schnellboot sitzen die alle und die sitzen auch dann zusammen und arbeiten zusammen. Da sitzt nicht der eine im Marketing und der andere sonst wo, sondern die sitzen wirklich auch physisch zusammen, wenn es irgendwie geht. Und treffen sich dann einmal in der Woche in diesen Chapters. Das ist dann das, was wir vielleicht noch als Abteilung verstehen. Also da trifft sich dann einmal in der Woche das Marketing und sagt, hey, was hast denn du jetzt gelernt? Was war denn bei euch das Problem? Und glauben Sie mir, die haben das also wesentlich mehr natürlich gelernt, als wenn sie in ihrer eigenen Woche normalerweise im Marketing sitzen und Job nach Vorschrift gemacht hätten. Ne? Und dann werden immer verschiedene Schnellboote zusammengefasst, wird dem Kunden was gezeigt, gibt es wieder Feedback, so ähnlich wie in diesem Design Thinking Prozess und dann wird weitergemacht. Dann werden die Schnellboote neu zusammen geschaffelt, je nachdem, welche Experten und Skills sie brauchen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns überhaupt mal bewusst werden, was brauche ich denn, was kann ich denn, was kann ich in dieser Welt dann auch vermarkten und in einer gewissen Weise eben dann auch an den Mann bringen. Und dann gibt es diese Guilds, das ist, dass diese Mitarbeiter dann selber feststellen, wir sollten das ändern. Das hat mich jedes Mal aufgehalten, kommt dann hier vielleicht zum Tragen in den Diskussionen. Lass uns mal ein Gremium bilden und wir ändern das. Und auch das soll praktisch, wird von der Führungsriege dann befördert und soll im Grunde so eine Selbstorganisation tatsächlich fördern. Bedeutet natürlich auch, dass Führung was ganz anderes wird. Führung wird schon mal deswegen anders, weil sich Strukturen auflösen. Führung wird auch deswegen anders, weil sie natürlich mit Mitarbeitern arbeiten, die gar nicht mehr arbeiten, die vielleicht nicht mehr unbedingt physisch bei ihnen präsent sind, sondern sich treffen, wo sie halt als Team gut arbeiten können. Führung wird auch anders, weil jeder natürlich dieses kleine Assistenzsystem hat, was ihn sowieso führt und navigiert. Also müssen Sie in Konkurrenz zu diesem sehr individuellen Coach auch noch auftreten und sagen, okay, aber das, die Intention dieses Unternehmens, für das ich dich jetzt hier engagiert habe, hat das und das muss jetzt praktisch in Verhandlung mit deinem Assistenzsystem, was dir nur das Beste für dich sagt, erfolgen. Das heißt, sie brauchen die Scorecards, die sie neu befüllen müssen und sie müssen die ganze Zeit überlegen, was ist der Benefit für den Mitarbeiter, welche Karotte kann ich dem vor den Karren spannen, damit der praktisch auch in meinem Duktus im unternehmerischen Kontext denkt und nicht nur jetzt in dem, was ihm sein Assistenzsystem in Zukunft vorgeben wird. Und das wird jetzt auch nicht alles super einfach werden. Ich glaube, vor allem für die Unternehmen wird es schwierig, weil, wie Sie das hier sehen vom Kontext, natürlich die komplexen Fragen aus den volatilen Märkten, die Kundenorientierung, die je IT-lastiger und je besser Sie die Customer Journey bedienen können, desto besser können Sie Ihre Märkte bedienen und auch auf diese Märkte Einfluss nehmen. Das Netz eigentlich auch als Organisationsstruktur, womit wir natürlich aus der Industrieära ein Riesenproblem haben, weil wir eigentlich nur rechts, links, geradeaus kennen. Und so ein Netz lebt eigentlich ja nur von den Knoten, die gerade aktiv sind und die gerade was miteinander verhandeln, aus- und verhandeln wollen. Heißt natürlich auch für die ganzen Hierarchien, es geht gar nicht mehr top-down, sondern da hat jeder ein Interesse und ich muss halt Win-Win-Situationen erzielen. Also ein permanentes Aus- und Verhandeln, Synergien möglichst zusammenführen, kann aber auch viel erkennen an Kompetenzen, an dem, was jemand kann, was jemand sucht. Es ist ein lebendigerer Organismus als eben dieser Verwaltungsapparat, den wir vielleicht in der Vergangenheit haben. Aber wir haben einen Haufen unklarer Strukturen und auch unklarer Verantwortlichkeiten, die wir auch aushandeln müssen. Und das wird anstrengend. Also es ist jetzt nicht alles schöne, bunte, neue Welt, sondern damit müssen wir eben lernen, umzugehen. Stress durch permanente Veränderung, ja. Aber langsam sollten wir versuchen, selber mehr zu lernen, weil alles andere ist Stillstand und die künstliche Intelligenz macht sich ja weiter schlau. Also wir sollten das auch tun. Talente und Kompetenzen werden dann das entscheidende Kriterium sein und nicht mehr unbedingt Abhängigkeiten und Befugnisse. Und nein, wir werden nicht alle mitnehmen können und wir sollten das auch mal realistisch, finde ich, anerkennen. Es wäre unlogisch für einen Strukturwandel. Es ist tatsächlich nicht nur Industrie 4.0, es ist ein Strukturwandel. Da wird nicht nur eine neue Technik aufgegleist, es ändert alles. Und das bedeutet, wir müssen uns darin individuell entwickeln und emanzipieren. Sie werden diese Daten so bekommen, dass Sie sie verstehen, das hatte ich schon gesagt. Sie werden viel spielerischer involviert werden, dank Gaming-Industrie im Grunde auch. Sie werden aber auch feststellen, dass bestimmte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren.
Hier sitzen Helmut Thoma und Philipp Riederle zusammen. So hat man die in einer Talkshow gesehen. Und jetzt ist es echt ein gemeines Bild. Jetzt ist ja nun Helmut Thoma der Mann, der eigentlich ein fantastisches Medienverständnis hatte, weil der uns ja in den 80er Jahren das private Fernsehen beschert hat. Also müssen wir mal vorstellen, 3 Programme, ne? Und auf einmal diese ganze Vielfalt. Ich muss sagen, der Mann hat es doch eigentlich gut gecheckt und da was aufgesetzt und sein ganzes Geschäftsmodell daran festgemacht. Jetzt trifft er auf Philipp Riederle, der hat eigentlich nicht viel mehr gemacht, als damals das iPhone kam, darüber kleine Videotutorials gemacht, in seiner Community geshared und gesagt, wie er das nutzt. Und der sitzt heute da und sagt, Helmut, was du gemacht hast, das war Programm. Und Programm ist ein griechisches Wort und das heißt Vorschrift. Du hast die Werbung gemacht, wenn es deinen Kunden passte, wenn die bezahlt haben. Du hast die Zeiten festgelegt, wann Primetime war und so weiter. Und ich musste mich dem Ganzen dann ausliefern, passiv. Dazu habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Erstmal will ich nicht passiver Zuschauer sein, sondern in Interaktion treten. Ich will auch selber sagen, was ich brauche. Und ich will das auch finden. Und da reicht mir auch deine paar Programme mehr, nicht mehr, wenn ich das in einem globalen Netz finden kann. Und da reicht mir auch dein Geschäftsmodell langweilt mich, weil ich sowieso streamen, sharen und alles Mögliche kann. Und im Grunde damit eine Riesenherausforderung ihm stellt und eben aber auch unserer Logik zu sagen, überleg doch mal, wie diese jungen Menschen im Grunde das individuell für sich haben wollen. Das, was der sich fragt und was sich ihre Kunden fragen, ist die ganze Zeit, what's in for me? Und wenn sie das nicht bedienen können, technisch, kreativ, dann geht's ihnen, müssen sie das realisieren, was die Spieleindustrie realisiert hat. Und man kann nur hoffen, dass sie dann genauso schnell so innovativ werden. Interessant finde ich das ganze Thema Lernen, weil wir müssen viel schneller lernen und wir müssen praktisch uns auch viel schneller in der Weise entwickeln. Und wir haben die Tools dazu. Sie können zum Beispiel sich besser vorstellen, wie Pompeji aussah, wenn Sie das praktisch hier rechts mit dieser kleinen App alles wieder auferstehen lassen. Können Sie, während Sie da durchgehen, im Grunde Pompeji wieder aufbauen. Könnten Sie wahrscheinlich auch in Zukunft, wenn Sie durch München gehen, was weiß ich, haben Sie auf einmal wieder Pferdekutschen eingeblendet und die Häuser sehen ganz anders aus und so weiter und so fort. Sie erkennen das vielleicht schlecht, aber das ist diese App von IKEA, wo Sie im Grunde schon sehen können, wie die Möbel in Ihrem Raum aussehen, bevor Sie sie bei IKEA bestellen. Sie können die Möbel praktisch aus dem digitalen Katalog nehmen und in Ihre Räumen platzieren und schauen, möchte ich das haben, ja oder nein. Sie können inzwischen Filmchen machen und dahinter entweder so eine Comic-Kulisse oder eine Western-Kulisse laufen lassen oder ich habe hier einfach nur mein Gesicht mit auf Comic gedrückt und dann sah es irgendwie so aus. Also wir sind schon auf dem Weg des Avatars. Sie machen Abbilder, Sie versuchen die Kommunikation damit zu beeinflussen und Sie werden das auch im beruflichen Kontext natürlich nutzen, wenn es für Sie und Ihren Ansprechpartner einen Vorteil bedeutet. Und jetzt würde ich gerne am Ende noch auf das Büro eingehen, weil auch dieses physische Treffen natürlich die Büroarchitektur Menschen sieht auf einmal, die nicht mehr kommen wollen, die den Mehrwert, zu dieser Immobilie zu laufen und dort drin zu arbeiten, nicht mehr für sich realisieren und die sich eben fragen, warum bin ich hier und was will ich hier eigentlich lernen? Und das werden die zentralen Fragen sein. Und wenn das Büro das nicht beantworten kann, dahingehend, dass es praktisch dort besser funktioniert mit dem Lernen oder mit dem konzentrierten Arbeiten oder dass es die Qualitäten dieses Social Hubs einfach spielt, dann werde ich halt ein Problem haben. Sie sehen hier links wieder Schablone, ne? Trendforschung, ein bisschen schwarz-weiß, Industriekultur. Eigentlich ist diese Büroarchitektur die gebaute Fabrik, so wie es eigentlich, hier haben Sie Top-Down. Sie können sich was vorstellen, wie noch die Aktenordner von einer Abteilung in die nächste hier gereicht werden, horizontal, alles gleichförmig. Und hier rechts sehen Sie praktisch den Entwurf von Ole Scheren für den Axel Springer Campus. Hat auch den ersten Preis gemacht, gebaut wird Rem Koolhaas, aber das Atrium ist eigentlich ähnlich. Und hier erzählt mir Ole Kretschmer von MoCon, die den Wettbewerb begleitet haben, was da passieren soll. Da sollen nämlich Spazierwege erfolgen. Da sind Holztische, die auch also Sinne ansprechen, haptisches Erleben. Das ist so, dass man da nicht reinkommt und sagt, wo ist denn hier mein Arbeitsplatz, sondern man geht in dieses riesige Gebäude rein und sagt, okay, was habe ich heute vor und wo kann ich das am besten tun? Wo sind meine Peers und meine Gruppen, zu denen ich mich gesellen will? Und die finden Sie eben auch über Ihre kleinen Navigations-Apps. Und dann arbeiten Sie zusammen. Dann treffen Sie sich, tauschen sich aus. Sie können dabei Ihre Beine beim Telefonieren in Wasserbecken baumeln lassen. Sie haben unzählige Motive, die Sie hier finden, die eigentlich gar nicht mehr Büro abbilden, sondern wenn Sie mal ehrlich sind, ist das Stadt.
Das hat diese Vielfalt von der Urbanität, von der Stadt, die Sie hier als Angebot bekommen. Auch als Angebot, wie dicht möchten Sie gepackt sein? Wie großzügig soll der Raum sein? Wollen Sie wirklich diese Konzentration in diesen kleinen Boxen, die im Moment in diese Open Spaces gesetzt werden, wo Sie das Gefühl haben, also noch 5 Minuten und ich bin hier wegabsorbiert von diesen Akustikplatten? Ich glaube nicht. Also ich denke, wir müssten da auch ein bisschen großzügiger wieder denken. Und weil ich denke auch, dass diese eigentliche Idee, die wir uns vielleicht als Bild mal in den Köpfen manifestieren sollten, die liegt vor der Industrialisierung. Und wenn Sie an die Renaissance denken oder noch früher vielleicht an die Bibliothek von Alexandria, was eine der größten, fantastischsten Orte sein muss, um internationales Wissen zu teilen, das waren nicht nur hehre Hallen und im Grunde Begegnungszentren und Bibliotheken, wie wir sie ja übrigens auch jetzt gerade wieder als eine riesige Renaissance erleben, sondern da gab es auch, hier Platon, Aristoteles, da gab es auch Leader und Follower, ne, in einer gewissen Weise. Da hatten sie Touchdown-Arbeitsplätze, da hatten sie Activity-Based Working. Ne? Jeder macht an unterschiedlichen Orten was anderes. Und ich glaube, Sie finden in dem Bild viel mehr Motive, die mit unserer Arbeitswelt in Zukunft zu tun haben, als wir es immer noch in unseren Köpfen tragen, wenn wir an Büro denken. Wenn Sie nur das Wort Büro hören, da denken Sie doch sofort in diesen Boxen oder in diesen Open Spaces, in dieser Uniformität, die aber für das, was der Mensch da macht, gar nicht zuträglich sind. So, und jetzt stellen Sie sich vor, die ganzen Strukturen brechen weg. Sie kriegen aber eine Navigation, Sie werden da durchgeführt, Sie finden Ihr Team. Und jetzt muss das Ganze Spaß machen. Jetzt müssen Sie sich da wohlfühlen. Das muss Ihnen auch eine Sicherheit geben. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, den Leuten zu sagen, okay, du lernst hier neu Design Thinking, deine Abteilung lösen wir auf, du machst jetzt Scrum und Agile und dann kommt das Ganze auch noch in ein Büro, wo du dich auch überhaupt nicht mehr auskennst. So weißer Space und alle haben HoloLenses oder sowas. Glaube ich nicht. Ich glaube, sie holen Menschen nur aus ihrer Comfortzone, wenn sie denen in einer gewissen Weise eine neue Comfortzone anbieten. Und das hier sind 4 Piktogramme von David Thornburg. Das ist ein Soziologe aus den USA, aus Chicago. Das sind im Grunde Interaktionsmechanismen, die wir gelernt haben. Ja, hier, das ist im Grunde Moses, ne? Berggipfel. Eignet sich, um Präsentationen zu machen oder eine Gruppe zu führen. Ist ganz klar, wie die Hierarchie hier verteilt ist. So ähnlich wie hier jetzt gerade, eine an viele. Und Ihnen ist vollkommen klar, dass Sie gerade nicht dran sind. Ich versuche das noch deutlicher zu machen, indem ich so schnell spreche. Aber ansonsten, das nächste zum Beispiel ist, wenn Sie sich total konzentrieren wollen, dann geht er vielleicht jetzt hier in die Höhle und zieht sich zurück. Was jetzt Höhle ist, kann vielleicht auch ein Lesesaal in der Bibliothek sein. Müssen Sie jetzt nicht ganz wortwörtlich nehmen. Aber auch da ist klar, was Ihre Aktivität ist und dass der Raum das irgendwie unterstützen muss. Beim Lagerfeuer, das ist der Morgenkreis im Kindergarten, wo alle auf dem Teppich sitzen, was ich übrigens mit der Lufthansa Group gerade wieder gemacht habe. Witzig, da sitzen Typen dann also im Anzug und die setzen sich, denkt man immer gar nicht mal, ob ich den jetzt dazu kriege. Das sind die Ersten, die sich auf den Teppich setzen und die das eigentlich ganz interessant finden, weil man natürlich dann auch eine andere Hierarchie wieder hat, weil man sich anders fühlt. Wir ziehen dann nämlich auch noch die Schuhe aus, sie machen das Ganze auf Socken. Und gesehen habe ich das in San Francisco im Swiss Next Forum. Die machen ihre Morgen-Meetings mit dem Team so. Und es ist ein Unterschied, ob sie sich in Socken auf den Teppich zusammensetzen oder ob sie das in so einem Meetingraum machen, an so einem Tisch, weiß und standardmäßig, wo sie in dem gleichen Meetingraum Krisengespräche haben und. Lagerfeuer hat auch noch den Aspekt, in der Mitte ist eigentlich ein Licht. Jeder ist mal dran, die Hierarchie ist klar und das Licht zeigt aber gleichzeitig, wie finden das die anderen? Was sind die Reaktionen in den Gesichtern, die das jetzt hören und antizipieren? Also insofern sind diese archetypischen Modelle noch viel schlauer, als wir sie vielleicht in einem Stuhlkreis bis jetzt übersetzt haben. Und sie passen auch zu unserer partizipativen Gesellschaft. Und die Wasserstelle, wo die Tiere sich halt abends treffen, die erweiterte Kaffeeküche, das Informelle, wo ich auch mal jemanden ansprechen kann, der eigentlich nicht in meiner Hierarchiestufe ist, das geht eben dann auch alles. Ja, und die Schüler lernen so. Wieder Kopenhagen in dem Fall hier, Ørestad-Gymnasium in einem Bezirk, der also wirklich brennpunktmäßig ist. Und da bedeutet es, da geht es auch darum, dass sie sich zwischendurch erholen, dass sie vielleicht ein bisschen zusammen nochmal was besprechen. Wenn sie es nicht hier unten praktisch in so Projektgruppen tun, wo sie sich die Stühle zusammenstellen,
Die Klassenräume sind hier außen angegliedert. Also es gibt eben, es gibt auch Lehrer in der Zukunft tatsächlich. Es gibt offene Chemielabore, wo man praktisch um diesen Block herumgehen kann und nicht in solchen Stuhlreihen sitzt. Also wo auch die Neugier und das eigene Lernen stärker gefördert wird, will ich sagen. So, und jetzt will ich Ihnen noch zwei Sachen zeigen, die ich interessant finde, weil ich glaube, dass wir nämlich nicht nur hier rechts mit diesen Brillen in irgendwelchen galaktischen Räumen sein werden, sondern, wie ich Ihnen eben gezeigt habe, auch eher so Zeremonien und Rituale wieder brauchen, die diese Gemeinschaft fördern oder auch den Sinn machen, warum soll ich denn ins Büro kommen? Was ist denn da, was diesen Gemeinschaftsspirit vielleicht fördert? Wir sollten es auch überlegen, dass wir Menschen im Grunde in dieser Arbeitswelt befähigen müssen. Nicht mehr Strukturen organisieren, sondern Menschen zum Lernen motivieren. Und aus der Hirnforschung wissen wir, dass wir ganz unterschiedliche Wellen haben, wenn wir unterschiedliche Konzentrationsstufen haben. Also wenn Sie es mal erlebt haben, dass Sie irgendwas sich einem Problem genähert haben und das hat sie total herausgefordert. Sie wollten das lösen, es hat ihnen auch Spaß gemacht. Also im Grunde, dass sie sagen, hier, ich übe was oder ich skribbel was und dann kommt das Konzept und dann auf einmal fliegt das Ding. Dann ist das die Idee und dann haben sie das Gefühl, so, jetzt vergesse Kontrolle. Sie glauben, ich glaube, ich krieg's hin. Und das macht sie so leidenschaftlich, dass sie in diesen Flow kommen. In diesem Flow produziert ihr Hirn Gammawellen. Das ist das Vorletzte. produziert das Hirn Gammawellen. Das macht es aber nur, wenn Sie 2 Stunden vorher praktisch ungestört sich diesem Problem nähern können. Das können Sie in der heutigen Bürowelt nirgendwo. Das können Sie noch nicht mal, wenn Sie Ihr Handy eingeschaltet lassen, weil Sie niemals diesen Flow erreichen werden. Also hochkonzentriert arbeiten können wir im Moment nicht. Und das andere letzte Chart ist im Grunde, dass wir eine Ideenökonomie ja werden sollen. Und dieses ganze Kreative, überlegen Sie mal, wann Sie so rettende Einfälle haben, wo Sie auf einmal vielleicht im Auto sitzend eine Strecke fahren, die sie immer fahren und vergessen, was sie da eigentlich machen. Und auf einmal kommt so ein Gedankensblitz. Oder morgens unter der Dusche, noch so ein bisschen im Halbschlaf. Also, oder wenn sie so wie er da rausgucken, das ist nämlich Tagträumen. Wenn sie im Traummodus langsam rutschen, verknüpfen sich in ihrem Gehirn andere Stellen, als wenn sie sich über ein weißes Blatt beugen und sagen, Mist, ich brauche in 5 Minuten ein Konzept. Und das sind Alpha-Wellen und die produzieren Sie nur, wenn Sie so tagträumen. Also sollten Sie sich daran gewöhnen, dass in Zukunft in einer Ideenökonomie Leute einfach so im Büro sitzen und sollten nicht denken, ja, könnt ihr mal was arbeiten, sondern vielleicht arbeitet er gerade. Nicht konzentriert, sondern träumerisch. Insofern hoffe ich, dass ich Ihnen noch mitgeben konnte, dass diese neue Arbeitswelt nicht nur irgendwie technisch ist, sondern dass sie sehr sozial ist, dass wir neue Möglichkeiten haben, aber dass wir das, was uns Menschen ausmacht, eigentlich noch stärker unterstützt finden wollen und eine große Sehnsucht danach haben. Alles, was zu verschwinden droht, ist praktisch gewinnt an Wert. Das ist der Satz von Professor Peter Wippermann, von dem ich Trendforschung gelernt habe. Und das sehen Sie in den ganzen Trends und Gegentrends. Und das sind eben die Versprechungen, die wir jetzt einlösen müssen. Vielen Dank.